Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online, oder besser gesagt in einem dreckigen kleinen Dwemer-Loch, das wir immer noch zu erforschen versuchen. So, da noch ein paar spektrale Krieger, die nehmen wir einfach mal noch mit, weil die auch schon auf dem Weg liegen. XP for the win und so weiter, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Spektrale Stürmerin. Der hat aber krass gestürmt. Du hast mir kein einziges XP. Ich wollte gerade sagen, der hat mir kein einziges LP abgezogen. Aber doch, hat er. Ein paar XP sogar. Was? XP? Nein, LP. Lebenspunkte. Health Points, HP. An! Was? Wie heißt der? Was? Dwemer Arkebusier. Was ist ein Arkebusier? Ist das keine Dwemer-Sphäre? Dwemer Arkebusier. Arkebusier. Busier. Lass mal einfach mal so stehen. Eigentlich war das doch immer eine Dwemer-Sphäre, aber das ist eine komplett neue Art von Dwemer-Sphäre. Eine neue Entwicklung. Na, der erste ist down. Den zweiten holen wir auch noch weg mit dem Babydrachen. Die haben überhaupt keine Chance gegen uns. Was kann ich denken, dass du mit deinen Flächen fertig kannst? Irgendwas gegen mich ausgezogen hättest. Ich hole dir noch einen Dwemer zum Tour. Ist okay, ja. Hey, wo geht der hin? Hey, falsche Richtung. Ach, da ist noch ein anderer Spieler. Okay, der hilft uns. Sehr schön, okay. Als wenn wir den Dwemer zum Tour alleine nicht geschafft hätten. Was ist das für ein Level? Veteran Rang 100. Alter, verpiss dich! Du sollst weggehen. Das ist mein Centurio. Geh weg. Alter. Centurio ist mir gerade egal. Guck mich mal an. Du siehst mir sehr ähnlich, muss ich dir schon sagen. Sei gegrüßt, meine Freundin. Alter, wie ähnlich mit dir sieht. Bist du meine Mutter oder so? Ernsthaft, ohne Scheiß. Guckt uns an. Wir haben meine Mutti gefunden, ja? Geil. Finde ich schon ganz nice. So. Das finde ich schon ganz nice. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich lade jetzt eine Gruppe ein. Mal gucken, vielleicht hat sie Bock. Ich meine, eigentlich mag ich es nicht mit Veteranen-Dullis rumzugehen, aber... Weil die ja doch ziemlich viel Schaden machen und dann machst du selbst wenig Schaden und dann kriegst du selbst wenig XP, dann levelst du langsamer, pipapo und so weiter. Aber wenn die schon so aussieht wie wir, dann... Ich meine, die sieht ja auch wirklich aus wie unsere Mutter charaktertechnisch, ne? Also, das ist ein Zeichen. Das muss ein Zeichen sein. Und sie hat die Gruppenanfrage jetzt angenommen. Kannst du mal wieder umfallen? Danke. Ich weiß gar nicht. Bin ich im Gruppenchat? Wenn ja, hi. Warte mal. Ich bin im Gruppenchat wahrscheinlich, ne? Warte, ich gehe da mal raus. Sprachchat, Gruppe, raus. Kanal verlassen. So. Wir müssen nicht zusammen reden. Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Nein. Das Lustige ist, so kriegen wir auch Shared XP. Das bedeutet, wenn sie Leute tötet, dann kriegen wir ebenso XP wie sie. Auch wenn wir den Gegner, den sie getötet hat, nicht mehr angehittet hat. Dann können wir das... Sister! Mami hat uns Tiergefährten Stufe 5... Stufe 12 gegeben. Wie heißt die? Babile? Babile? Okay. Kann ich die in eine Gilde einladen? Kann ich die zu Duelle raus oder Handel anschreiben? Freund hinzufügen? Aus Gruppe entfernen, Profil anzeigen, abbrechen, Handel, Duell, Spieler melden. Nee, ich könnte mal rein theoretisch anschreiben, aber egal. Wo sind die Komponenten? Wo müssen wir denn hier hin? Wir müssen irgendwo darüber. Wir müssen da entlang, meine Liebe. Kommst du mit oder warst du da schon? Die war da anscheinend schon. Ich musste aber leider lang, es tut mir leid. Wir müssen uns jetzt leider trennen. Ja, lange hat die Gruppe gehalten. Ah, schön. Außerdem habt ihr mal ein bisschen gesehen, wie das mit der Gruppensuche und so geht. Man kann einfach zu einem Spieler hingehen und sagen, boah, du bist mir sympathisch, können wir nicht eine Gruppe bilden, können wir nicht zusammen diese Mine machen. Natürlich, wenn man in einer Party ist oder quasi in einem Sprachchat, geht das natürlich alles ein bisschen easier, weil man sich verständigen kann, man kann sich absprechen, hier helfe ich dir, hilfst du mir. Und hier ist es einfach nur so, ja, bist mir sympathisch, wir kriegen Shared XP, obwohl die muss da sowieso zurückkommen. Die muss da sowieso zurückkommen, die kann da hinten nicht weiterkommen. Eigentlich könnten wir ja hier auf sie warten, rein theoretisch. Wartenfell, wir müssen nach draußen. Okay, dann gehen wir nochmal zu ihr. Weil die ist mir sympathisch, sie sieht aus wie ich. Warte mal, kann ich die nicht rein theoretisch in die Dings einladen? In die Gilde? Mitglied. Nein, nicht Mitglieder, ich will Mitglied hinzufügen. Nein. Spielerbegegnungen sollte doch eigentlich passen, oder? Ne, Party von. Hä? Wird mir die Begegnung nicht angezeigt? Warte mal. Wenn ich jetzt in Gruppe gehe, kann ich die von da aus einladen? Zack. Aus. Spielerweise anschließend zur Anfanggruppe. Silence of the Moon, in Gilde. Okay. So, haben wir eingeladen. Einfach mal eingeladen, die Liebe. So, hier ist eine Veteran-Dulli 630, finde ich nicht ganz so geil. Ich habe selbst Veteranen-Charakter mit Level, ich glaube 126 war es. Okay, ist die noch drin? Die ist noch da hinten. Okay, dann gehen wir zu ihr. Gucken wir mal, was die macht.
Wir können ihr ja helfen. Ist ja nichts dabei. Abgeschlossen, berg die. Wie abgeschlossen, berg die. Hä? Wir haben das doch vorher schon geborgen, oder? Oder hat sie quasi gerade unsere Quest gemacht, weil wir in einer Gruppe sind? Ich gehe einfach mal zu ihr. Gucken, was sie so macht. Okay, sie ist hier. Ah, alles klar. Nimmst du meine Gildeneinladung an? Wir machen jetzt in der Folge eine Gildenanwerbung. Mhm. Machen wir einfach mal so. Gilden. Silence of the Moon. Mitglieder. Ja! ich befördere dich gleich mal. So. Du bist kein Guar-Schlüpfling mehr, du bist jetzt Wächter nirgends. Okay. Von den Zufällen anschreiben, dann zeigen. Kann ich die anflüstern? Welcome. Geil. Ihr seht in der Sprachzeit unten rechts, ne? Das ist mit der Community und so weiter, mit der Interaktion mit anderen Spielern funktioniert in diesem Spiel sehr geil. Sieht man ja auch gerade richtig gut. So. Warte mal, eins will ich noch schreiben, bevor wir weitergehen. Ich will natürlich die Story hier weitermachen, aber eins will ich hier noch schreiben. Ja, ist vielleicht eine Sie? Oder ein Er, ich weiß es nicht. Man könnte jetzt aufs Profil schauen, aber das will ich nicht, weil wir gerade in der Aufnahme sind. Schreiben einfach Englisch oder German. Englisch. Ach! Endlich noch eine deutschsprachige Gilde! Ja! Deutsch! Ja! Ja, wie erkläre ich ihr jetzt, dass sie in meinem Let's Play gerade vorkommt? Oder er oder sie? Ich weiß nicht, ob es er oder sie ist. Ich habe keine Ahnung. Aber egal. Ich verschwöre mich. ist auch lustig, diese Seite von The Elder Scrolls mal zu sehen in der Folge, oder? Ist doch auch mal ganz geil. Aber das gehört auch zu dem Spiel mega geil dazu. Endlich mal wieder eine deutschsprachige Gilde. Geil. Finde ich gut. Wie sage ich, ach, ich gucke jetzt nachher. Nee, ich kann nicht ins Profil gucken. Nachher steht dann in der private Daten drin. Und ich will jetzt seine PSN-ID bekannt geben. Obwohl, die steht gerade unter seinem Namen. Ja gut, dann kann ich auch aufs Profil gehen, rein theoretisch. Aus Gruppe entfernen, Freunde hinzufügen, Spieler melden, Profil anzeigen. Bist du er oder sie? Ich muss das jetzt zuerst mal wissen. Gibst du das den Preis? So. Er gibt gar nichts Preis von sich. Er ist nur deutsch. Ziel. Obwohl, da steht Babile. Nee, man sieht nicht, ob er männlich oder weiblich ist. Egal. Ich schreibe ihm einfach mal prompt, dass ich aufnehme. Ich nehme auf. Für YouTube. Muss weiter. So. Okay, passt. Okay, dann können wir jetzt mal weitergehen. Wir sind zurück, ne? Ne, das will ich nicht. So, dann gehen wir weiter. Alles klar. Okay, wir müssen hier lang, ne? Ja. Okay, wir wollen ja auch nicht zu lange hier rumschreiben. Das kann ich offscreen machen. Und ja. Sie geht auch schon weiter. Finde ich geil. Ja, sie, es. Ich weiß nicht. Bist du ein Er oder eine Sie? Ich habe keine Ahnung. einfach mal Abonnenten anwerben. Guck meinen Channel. Babile, guck meinen Channel. Ist ein Magier. Antwortest du oder gehst du weiter? Egal. Du musst nicht antworten. Ich muss einfach trotzdem weiter. So, hier haben wir noch Dwemer Akubusier. Warum? Das ist doch eigentlich die Dwemer-Sphäre. Oder ist die irgendwie anders? Minderwertige Glyphe nehme ich nicht mit, nein, brauche ich nicht. Wollen wir das eigentlich? Okay. Ist raus aus der Gruppe. Alles klar. Alles klar. Ist anscheinend mit dem anderen in die Gruppe gegangen. Jetzt bin ich beleidigt. Nee. Ich habe hier ihm es. Ich muss. Alter. Ich sage einfach, es ist eine Sie. Vom Charaktertechnischen ist es eine Sie, also sage ich einfach Sie. Sie musste weiterziehen. Und da wir ihr quasi geschrieben haben, dass wir auch weiter müssen, YouTube-technisch, aufnahmetechnisch. Ist das alles legitim, dass jetzt die Gruppe verlassen hat? Denn wir gehen jetzt ja getrennte Wege, da macht es keinen Sinn, in einer Gruppe zu sein.
So, da haben wir jetzt auch die andere Seite von diesem Spiel gesehen. Die Interaktion mit anderen Spielern, die in diesem Spiel mega krass funktioniert. Und zwar instant. Man sieht einen Spieler, der einem sympathisch ist. Hi. Und lädt dann einfach mal in die Gilde ein. Und dann einfach nur prompt. Ja, ist deutsch. Finde ich gut. Zufall, die Zufälle im Leben gibt es. Das ist einfach nur krass. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Das hypt mich gerade wieder ein bisschen. Wo müssen wir denn hin? Natürlich wieder. Ganz woanders hin. Haben wir irgendwo einen Wegschrein? Ich will kein Geld verbrauchen für... Was würde das kosten? 64, das ist mir zu viel. Ich gehe hier runter. Und teleportieren wir uns hier rüber. Und dann gehen wir hier runter. Alles klar, so machen wir das. So machen wir das. Genau so machen wir das. Wir müssen da... Was überleben wir? Da unten ist Wasser. Ich weiß nicht, wie es in dem Spiel mit Wasser aussieht. Ist das lebensrettend oder so? Ich habe keine Ahnung. Dann würden wir mal unser Reittier gönnen. So, weiter geht's. Übrigens, in der letzten Folge unter den Kommentaren habt ihr mich gefragt, Need for Speed ist jetzt hier vorbei, pipapo und so weiter. Ich spreche das schon wieder an. Mann, steinigt mich bitte. Need for Speed ist ja schon vorbei. Vorerst, wohl angemerkt. Kommt ins neue Projekt oder kommt jetzt nur Elder Scrolls auf seinem Kanal? Es wird auf jeden Fall auch ein neues Projekt starten, das ich auch heute Abend noch aufnehmen werde. Aber ich werde das ein bisschen anders lösen wie bei Need for Speed und Elder Scrolls. Es wird tagestechnisch verschoben erscheinen. Das heißt, wenn eine Folge an einem Tag eine Folge Elder Scrolls kommt, kommt am gleichen Tag keine Folge vom anderen Hauptprojekt, sondern erst am nächsten Tag. Also ich gebe mal ein Beispiel. Montag kommt Elder Scrolls, Dienstag kommt das neue Projekt, was ich noch nicht anteasen werde. Das könnt ihr euch überraschen lassen. Es ist auf jeden Fall geil. Wir haben es schon mal im Stream angespielt, aber ich will auf jeden Fall auch mal ein komplettes Let's Play davon haben. Und ja. Eine Folge kommt davon einen Tag lang, dann kommt einen nächsten Tag das andere Hauptlet's Play. Das gibt mir einfach ein bisschen mehr Freiheit, auch andere Projekte umzusetzen und nicht den. Wo gehe ich eigentlich lang? Nur nicht den kompletten Aufnahmestress quasi auf die zwei Projekte zu fixieren. So kann ich auch ab und zu mal eine Folge von irgendeinem VR-Game bringen, einfach mal so just for fun. Oder einfach mal wieder mal GTA oder dann öfters mal streamen, was euch auch gefällt. Da haben wir letztens eine mega heftige Eskalation gehabt im letzten GTA-Stream. Das ist ganz gut angekommen. So, Wegschrein von Gnisis. Dann reisen wir mal hier rüber. Ja, das ist einfach mal der Plan. Also es wird täglich nur noch ein Let's Play kommen. Und so kann ich auch zusätzlich mal ein paar Quatschfolgen machen. So habe ich ein bisschen mehr Freiheit und kann mich ein bisschen mehr ausleben. Sogar haben wir auch ein bisschen mehr Vielfalt auf dem Kanal. So können mehr Projekte gleichzeitig realisiert werden. Auch Projekte, die ein bisschen mehr Vorbereitungszeit geben und so weiter. Brauchen. Ganz stumpf gesagt. Also so viel dazu. Ich laber mich immer in irgendeine Sackgasse rein, ne? Ist dir das schon aufgefallen? Ich mag das Kätzchen, ne? Dromatra. Verbessert mich bitte in den Kommentaren, falls das nicht Dromatra heißt. Ich meine, es wird so geschrieben, aber ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Ich glaube, es wird Dromatra ausgesprochen. Zunderfliegen-Golem. Nee. Er läuft uns nach. Okay, er will's so. Alles klar. Okay, dann drauf. Wird doch gerade auf, wir haben ja vorher Tiergefährten Stufe 12 erreicht. Warum setzen wir das nicht ein jetzt? Jetzt kommt er noch mit seinen Zunderschwärmen. Das geht ja gar nicht klar hier. Komm schon, den kriegen wir noch down. Das ist ein bisschen Feuer, was der einsetzt, aber hat der überhaupt keine Chance. Aua. Kannst du mal bitte lassen? Hallo! Zunderfliegen, Stockgolem. Aua. Kannst du mal bitte lassen? So, down. Dann wird es auch andere down. Schon wieder so ein Veteran, Dulli. Geh doch weg. Du hast eine echt geile Rüstung, muss ich dir schon sagen. Trotzdem bist du doof mit deinem Veteran, Dulli. Außer die eine, die ausgesehen hat wie meine Mutter. Die war sozial. Die war geil. Aber der Rest? Ne. So, da oben sind wir. Berg die, Nichuleft. Nichuleft. Das ist ein Zungenbrecher. Nichuleft. Nichuleft. Komponente. Ich bin tiefer. Mit tiefer hinab und da an dem der vorbei. Nee, weißt du was? Kannst du selbst daran vorbei. Hallo! Nicht backen! Hallo! Ich geh doch gleich dran vorbei, keine Sorge! Trotzdem, nee, ich will nicht. Ich will hier hoch. Das Spiel lässt mich nicht. Na gut, dann gehen wir dann vorbei. Tschö! Bin doch mal weg, ne? Braucht mich eh nicht, ne? Okay, sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir richtig. Da müssen wir runter. Runter vor allem, das ist nie eine gute Idee! Wappa! Warum kriegen wir eigentlich so wenig Fallschaden? Ich bin es eigentlich gewohnt, hier sauschnell zu sterben mit dem Spiel, was falsch an technisch angeht. Oder war das Horizon, wo man so schnell gestorben ist? In Horizon ist auf jeden Fall auch so schnell gestorben. Oh, hier gibt es Runen. Runensteine. Ich bin keine Verzauberin, tut mir leid. Da oben müssen wir rein, ne? Sind hier schon Feinde aktiv? Nee, doch.
Aschexilwilder. Hm. Dann sei mal wild. Ist vollkommen okay. So, Nicholeft. Nicholeft entdeckt. Ein Gewölbe. So. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen für die heutige Folge von The Elder Scrolls Online. Heute war auch ein bisschen anders, ein bisschen mehr Community war heute in unserer Story-Folge drin. Also ja, jetzt habt ihr auch ein bisschen gesehen, wie es mit der Gilde abläuft, dass wirklich jeder reinjoinen kann, wenn ich irgendjemand auf der Straße hier quasi, blöd gesagt, sehe, der mir sympathisch ist. Ihr könnt auch einfach mal im Spiel mich anschreiben. Meine Online-ID seht ihr ja, auch jetzt unten rechts. Nein, gerade nicht. Jetzt zeige ich dir das am besten an, ohne zu viel preiszugeben. Gilden, Silence of the Moon, Mitglieder. So, hier seht ihr jetzt meine... Nein, das bin nicht ich, das bin ich. Rayon LP Online, das ist meine PSN-ID. Einfach da mich anschreiben, wenn ihr in die Gilde wollt, pipapo und so weiter. Das ist auf jeden Fall machbar. Warum sage ich das eigentlich? Eigentlich könnte ich einfach sagen, ja, guckt unten in die Infobeschreibung. Da steht es nämlich auch drin. Steht alles unten drin. Ich bin der vorbildliche Mensch. So, ja. Aber bevor wir die nächste Folge anteasern, gehen wir hier noch rein und gönnen uns den ungezähmten Wächter. Und ich werde ihn auch zuweisen jetzt. So, wir haben jetzt den ungezähmten Wächter, den wir in der nächsten Folge auf jeden Fall aktivieren werden beim nächsten Kampf. Geil, ich freue mich. So, Leute, das würde ich sagen, ich stelle mir meine Waffen weg, um ein bisschen friedlicher zu klingen und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ja, hoffe natürlich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es morgen um 14 Uhr wieder heißt, The Elder Scrolls Online. Ja, ich verbleibe mit einem Rayon, sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschö. Lasst einen Kommentar und eine Bewertung. Ciao.